Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Star Stable Online mit einem Pferdekauf-Video. Ja, ich bin ja jetzt gestern, also für mich gestern, ich weiß nicht ganz genau, wann ihr das Video seht, nach Epona gekommen. Und ich habe schon angekündigt, dass ich mir dann direkt einen Isländer kaufen möchte. Ich konnte mich ehrlich gesagt nicht entscheiden. Deswegen habe ich einfach allen, also nicht jeden, aber fast jeden eine Zahl gegeben und dann gewürfelt. Und gewonnen hat dieser kleine Isländer hier. So, gehen wir doch einfach mal die Reihe. Stärke hat er 4, Disziplin 2 und Agilität 1, Geschwindigkeit und Ausdauer jeweils 0. Und er ist kältebeständig. Das heißt, ich kann auch mal wieder ein bisschen ins Dinotal gehen und vielleicht mal wieder ein bisschen ja, Ausgrabungen unternehmen. In den späten 1300er Jahren wurde das Islandpferd erstmal von einem der größten Züchter Islands nach Jörvik gebracht. Tjukul hat zusammen mit seiner Tochter Brünhildur viele Jahre im Osmanischen Reich verbracht, wo beide für den wohlhabenden Händler Asil Birdal arbeiteten. Nachdem der osmanische Herrscher Murad I. im Sommer 1389 starb, entschieden sich Jokul und Brünhildur, das Reich zu verlassen. Ab dem 10. Jahrhundert war es verboten, Islandpferde zurück nach Island zu bringen, nachdem sie das Land bereits verlassen haben, so dass Jokul und Brünhildur dazu gezwungen gewesen wären, ihre geliebten Pferde zurückzulassen, wenn sie in ihre Heimat zurückgekehrt wären. Da dies niemals eine Option für die beiden war, entschieden sie sich eines verschneiten Wintertages Ende 1389, ihre Pferde nach Jorvik zu nehmen. Islandpferde wurden unter den Inselbewohnern schnell sehr beliebt. Heutzutage werden sie für Freizeitritte und Wettbewerbe genutzt. Unter all den wundervollen Qualitäten, die das Islandpferd so einzigartig macht, ist die berühmteste wohl die spezielle Gangart. Zusätzlich zu den gewöhnlichen Gangarten besitzt das Islandpferd die Tölt-Gangart, ebenso wie, den Rennpass, der jedoch nicht von allen Isländern beherrscht wird. Um zu tölten, halte die Shift-Taste gedrückt, während du anfängst, die Geschwindigkeit eines Ganges zu erhöhen. Ja, der Isländer kostet 969 Starcoins und er ist so süß. So, dann würde ich sagen, kaufen wir doch mal das kleine Pferdchen. Und ich habe mich, weil mich irgendwie an Oreo-Kekse erinnert, ich weiß auch nicht wieso, für Cookie jetzt muss ich noch das Richtige finden. Was habe ich mir jetzt ausgesucht? Ich habe noch mal ganz kurz einen Cut. Ich muss mal kurz gucken, welche Namen ich mir aufgeschrieben habe. Okay, ich habe nochmal eben geguckt. Ich war mir nämlich gerade nicht mehr sicher, weil ich ein paar mehr Auswahldinger hatte. Aber ich habe mich letztendlich für Cookie. So, jetzt muss ich es nur noch finden. Dream entschieden. Und ich hoffe, der Name stimmt. Cookie Dream. Doch, das müsste hinhauen. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Dein Pferd wird zu deinem Heimatstall gebracht. Du kannst es in deinem Stall finden. Ich freue mich. Cookie Dream. Ah, jetzt habe ich ein Islandpferd. Islandpferde haben eine einzigartige Gangart namens Tölt. Ein Isländer kann im Tölt weder springen noch galoppieren. Hä? Ah doch, ja. Um zu tölten, halte die Shift-Taste gedrückt, während du anfängst, die Geschwindigkeit deines Ganges zu erhöhen. Tölt funktioniert nur mit Islandpferden. Okay, na dann würde ich sagen, lass mich doch mal abholen. Und dann schauen wir uns mal das kleine Pferdchen gleich an. Ich glaube, ich habe zwar jetzt keine so gute Ausrüstung, aber die Sachen können wir uns schon angucken. So, jetzt muss ich hier nur in die Box reinkommen. So, dich packe ich mal eben hier. Ah,
mal, hier steht der Kleine. Oh, er ist so süß, er ist so klein. So, mal sehen, ob ich jetzt mehr Erfolg mit dem Führen habe als beim letzten Mal. Weil letztes Mal hat es ja irgendwie nicht geklappt. Kann ich jetzt führen? Wieso kann ich nicht führen? Das ist so seltsam. Na gut, dann muss ich das dann auf draußen verschieben. Gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt meinen kleinen Cut, suche mir ein Outfit raus. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. So, ich habe ja den Kleinen jetzt erstmal das Weihnachtsoutfit verpasst. Das war einfach irgendwie das, was am besten zu ihm gepasst hat von den Sachen, die ich im Schrank hatte. Ich werde ihm auf jeden Fall noch bessere Sachen geben. Aber ja, jetzt erstmal dazu reicht es. Und ich würde sagen, wir blenden erstmal, verbergen erstmal das Interface und fangen mal ein bisschen an mit Schritt. Und diesmal will ich nicht Rückwärtsgang und Führen vergessen. Ich hoffe, das merke ich mir. Aber er läuft so knuffig, das ist so süß. Das sieht irgendwie alles so extrem süß aus. Ah, da ist ein Springen. Ups. So, wir können hier mal gleich das Springen probieren. Oh, also, aber die sind auch so süß und flauschig und knuffig irgendwie. Die sind richtig niedlich. So. Und dann würde ich sagen, probieren wir das jetzt mal rückwärts aus. Oh, ich liebe ja die neuen Hufgeräusche. So, und jetzt probiere ich das mal aus mit den. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das hinbekomme. Also man muss Shift gedrückt halten, während man die neue Gangart wechselt, oder? Ah, okay. Das ist natürlich auch goldig. So, aber es kann nicht springen, das darf man nicht vergessen. Ah, okay, ich muss auch gar nicht gedrückt halten. Es funktioniert auch ohne es gedrückt zu halten. Das ist ja auch goldig. So, dann steige ich mal eben ab und probiere es mal mit Führen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mal hier draußen. Ja, jetzt geht's. Sehr schön. So, ganz kurz das dazu. Ja, kann man auch rückwärts führen? Ne, man läuft nur vorwärts, egal was man macht, okay. So, dann würde ich jetzt aber an dieser Stelle auch wieder einen kleinen Cut machen und wir sehen uns dann gleich hier bei den Rennen wieder. Weil ich möchte auch gucken, wie sich der Isländer so ein Rennen macht und wie sich das Reitgefühl dann dort so ergibt. Würde ich sagen, bis gleich. So, dann starten wir doch einfach mal direkt mit den Rennen. Fangen wir dann mit dem Orientierungsritt an und dann schauen wir doch mal, wie sich der Isländer so in den Rennen schlägt. Bei den Rennen lässt es sich sowieso noch ein bisschen schwierig sagen. Weil es ja auch nicht gegen Zeit geht oder also extrem schwierig ist. Weil bei den anderen Rennen wird es dann schon ein bisschen entscheidender. So, das ist dort und das ist dort vorne. Das ist ja auch sehr schön. Also jetzt habe ich eigentlich ein ganz gutes, also jetzt von einigen hin und her reiten, reitet er sich eigentlich sehr angenehm. Er ist ja wendig. Also, was heißt wendig, aber er ist nicht komplett unbeweglich.
Ich bin mal gespannt, wie er sich beim Springen macht, gerade weil er Springen 4 ist. Ja, gut, das ist noch ziemlich früh. Dankeschön. Gut, dann machen wir jetzt den. Oh, wir sind schon um ein Level gestiegen. Das ging ja wirklich schnell. Also, dann probieren wir uns jetzt mal im ersten wirklichen Rennen. Natürlich ist er noch ein bisschen langsamer, das ist ja klar. Aber er hat gerade auch erst Geschwindigkeit 0. Gerade weil ich auch keine gute Ausrüstung drauf habe mit guten Werten. Oh, ich habe endlich ein Esel, das ist so schön. Mal gucken, und demnächst kommen jetzt natürlich sehr, sehr viele. Ich denke, die nächste Zeit bin ich auf jeden Fall erstmal in Epona und mache dort ein paar Quests und mit Sicherheit auch mit diesen Isländer hier. Also mit Cookie Dream. Ich meine, Diamond Princess, er ist auch ausgelevelt. Das heißt, er ist sowieso fertig. Dann ist ja auch Platz für ein neues Pferdchen. Das wird jetzt der kleine Cookie Dream sein. Und das macht sich ein gut ein Pferd, was man in Epona gekauft hat, mit denen dort die Quest zu machen. Muss man noch gucken, ob ich bis dorthin vielleicht ein schöneres Outfit finde. Aber da muss ich auch erstmal ein paar Münzen zusammenbekommen. Ich wollte auch erstmal neue Stiefel für meinen Charakter haben. So, hier um die Kurve. Das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Und jetzt kommen wir eigentlich wirklich gut hin. Ich bin mal gespannt, wie es dann mit dem zweiten Rennen wird, weil das ist ja dann doch ein bisschen schwieriger. Aber es ist so süß, dieses kleine Pferdchen. Ist natürlich wieder ein ganzes Stückchen kleiner als der Lusitano. Ich geritten habe, mal gucken. Jetzt muss ich mich ja wieder umgewöhnen. Na, das Connemara ist sogar noch ein Stückchen kleiner, wie es gerade aussieht. Ist das Connemara, oder? Ich glaube schon. Kann aber auch ein komplett. Nee, das ist nicht das Connemara. Was bist du für ein Pferd? Doch, Connemara. Oh, ich bin gar nicht so schlecht, wie ich dachte. So, auf ins letzte Rennen. Mal gucken, wie sich der Kleine jetzt so schlägt. Oh, ich liebe ja diese neuen Hufgeräusche. Ich weiß, das ist eigentlich gefühlt 10-mal in einem Video, aber sie sind wirklich so schön. Was Gutes hat das mit diesen Fahnengeräuschen, man weiß, wenn man durch eine Fahne durch ist. So. Bis jetzt läuft es wirklich sehr, sehr gut. Die Frage ist natürlich, wie würde sich so ein Pferd bei den Völkerstrecken machen, weil die sind ja dann wirklich ziemlich anspruchsvoll. Das könnte ich dann eigentlich auch mal irgendwann reiten. Aber ich finde diese Strecke hier eigentlich ganz gut, um zu testen. Das wird sich ja dann auch sehen. Wie die anderen Rennen so sind. Weil die werde ich dann bestimmt auch mal in den Livestream reiten. Obwohl ich in den Livestreams jetzt wahrscheinlich auch erstmal Morningstar leveln werde. Und Cookies da halt eher so nebenbei. So, ich werde mich jetzt an dieser Stelle auch von euch verabschieden. Wir haben jetzt endlich alles gemacht. Die Rennen fand ich wirklich gut. Also, ich hatte jetzt kein komplett schlechtes Gefühl. Hatte ich bis jetzt aber ehrlich gesagt noch nie bei einem Pferd. Deswegen mal gucken. Aber ich bin gespannt, wie er sich so macht, wenn er höher geht, wie wenn er gute Ausrüstung anhat und wie wenn er dann maximal ist. Und ja, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zusehen. Ich bin mega happy mit meinem kleinen süßen Isländer. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.